Jede Geschichte verdient es, gehört zu werden. Doch meine ist anders als die, die ihr bisher kennt. Es handelt sich nicht um eine Liebesgeschichte oder ein großes Abenteuer mit einer Schatzinsel. Es ist kein Drama, aber eine Komödie ist es auch nicht. Um ehrlich zu sein, weiß ich selber nicht genau, um was für eine Geschichte es sich hier handelt. Aber vielleicht kannst du es mir am Ende sagen. Was ich sagen kann, ist, dass es meine Geschichte ist. Sag mir, wie es sich anfühlt, wenn das Licht langsam schwindet. Ist es nicht angenehm zu wissen, dass nun alles ein Ende finden wird? Hier, an diesem wunderschönen Ort? Keine Angst, ich werde dich nicht alleine lassen. Bis zu deinem Tod werde ich über dich wachen. Wenn du dir immer so viel Zeit lässt, dann wird man dich irgendwann erwischen. Es wäre respektlos, sie gleich zu vergraben. Man sollte sich immer Zeit für die Verabschiedung lassen. Ich hasse deine menschliche Seite. Nimm dir die Zeit, die du brauchst, aber übertreib's nicht. Du hast dir zu viel Zeit gelassen. Was glaubst du, warum ich dir beigebracht habe, in der Nacht zu töten? Und nicht am Tag, wenn es hell ist. Wenn jeder zusehen kann. Ja, ich mag den Sonnenaufgang. Zusammen mit meinem Werk ist es einfach perfekt. Ich verstehe einfach nicht, warum du immer wieder aus meinem System ausbrichst. Was wir machen, erfordert Hingabe. Noah sprach immer von einem System. Er war sauer, dass ich mir keine Zeit gelassen habe, mein Opfer zu studieren, sondern nur auf das geachtet habe, was ihm unwichtig erschien. Warum kann er nicht verstehen, dass einfach der Moment perfekt war? Wir sind keine Menschen, Tom. Wir sind weit mehr als seelenlose Wanderer, die Tag für Tag an ihren Bildschirmen ihr Leben verschwenden. Du kannst dich wirklich glücklich schätzen, dieses Leben zu führen. Weißt du das? Der Mensch ist ein komisches Tier. Wir haben uns eine Welt erbaut, die wir nicht leiden können. Leben in einem für uns geschaffenen System, aus dem wir ausbrechen wollen. Doch das können wir nicht. Der Mensch sieht ständig auf die Uhr, weil er glaubt, er habe keine Zeit. Jeder hat ein Leben lang Zeit, mehr nicht. Er stopft Essen in sich hinein und quasselt die ganze Zeit. Also sag du mir, wie wichtig ist dein Leben wirklich? Wärst du mir wirklich böse, wenn ich dich töten würde? Der Schmerz hält doch im Vergleich zum ganzen Leben nur eine kurze Zeit an. Und er ist echt. Seit wann bekommst du Briefe? Mein Leben scheint spannender zu werden. Aha. Nervös? Nein. Aber neugierig. Was könnte da nur drinstehen? Geduld, Noah.
Was könnte es nur sein? Guten Abend, Mr. Summer. Ich weiß, dass Sie vermutlich gar nicht so heißen und dass Sie gar nicht in diesem Haus leben, aber ich beobachte Sie schon eine Weile. Ich bin, sagen wir, ein Bewunderer Ihrer Arbeit. Ich weiß, dass Sie sich keine Sorgen machen, dass ich Sie bei der Polizei melde. Zu solchen Gefühlen sind Sie gar nicht fähig. Genauso wie Sie keine Angst verspüren. Ich werde mich auch nicht in Ihre Angelegenheiten einmischen. Nein, ich beobachte lieber aus der Ferne. Alles, was ich will, ist, Ihnen meine Bewunderung auszusprechen. Mit Freuden erwarte ich Ihre nächste Auserwählte. Liebe Grüße, Jack. Und? Ich glaube, wir haben einen Fan. Es wird Zeit fürs nächste Werk. Was stand denn im Brief? Wir haben einen neuen Mitschreiter, der das vorzieht, im Verborgenen zu bleiben. Also werden wir ihn ausfindig machen und töten? Nein, er will zusehen. Also werden wir Spielchen mitspielen und ihm eine Show liefern. Tom, vergiss nicht, wer dich hier ausgebildet hat. Was habe ich dir beigebracht? Wir leben unser Leben alleine. Niemand ist Teil davon. Was uns ausmacht, sind wir allein. Jetzt nicht mehr. Dann lass mich wenigstens beim Suchen helfen, hm? Der nächste muss perfekt sein. Die Jagd ist einer der ältesten Triebe des Menschen. Überlebensinstinkt. Schon als Kind hatte ich große Freude daran, Tiere wie Marder, Dachse oder sogar die Nachbarskatze zu fangen und heimlich zu töten. Bin ich deswegen ein Monster? Warum? Weil die Gesellschaft dagegen spricht? Kühe schlachtet man ja auch am Fließband. Und das Fleisch landet größtenteils in den Mülltonnen, wenn die Menschen sich zu satt gegessen haben, um noch weitermachen zu können. Die Jagd nach Menschen ist aber etwas anderes. Man muss nicht unbedingt suchen. Eigentlich hat man eine große Auswahl. Doch dann will man einfach nur den einen Menschen. Entschuldigung. Verfolgst du mich? Was? Nein, ich muss weiter. Denkst du, ich merke nicht, wenn mir jemand folgt? Warum läufst du ihr auch einfach nach? Ich musste einfach. Sie ist perfekt. Sie ist die Richtige. Willst du immer noch leugnen, dass du mir gefolgt bist? Tut mir leid, wenn ich den Anschein erweckt habe. Ich heiße Mia. Weißt du was? Anstatt mir hinterherzulaufen, kannst du mich ja begleiten. Was? Warum hat sie keine Angst vor mir? Willst du nicht? Ich weiß nicht, was ich will. Du erinnerst mich ein bisschen an meinen Bruder. Er war auch immer so schweigsam und nie hat er seinen Mund aufbekommen. Erst als man ihm sein Spielzeug weggenommen hat, dann konnte er schreien wie am Spieß. Wie alt ist dein Bruder? Er lebt nicht mehr. Er ist eines Nachts an einem Asthmaanfall erstickt. Ihr Gerede langweilt mich. Es tut mir leid. Du kannst dir nichts dafür. Also, willst du mich jetzt begleiten oder nicht? Es tut mir leid, aber ich muss weiter. Okay, machen wir es so. Ich gehe jetzt meinen Weg und du kannst mich weiterhin verfolgen, wenn dir das lieber ist. Oh ja. Die ist die Richtige. Ich kann mich nicht erinnern, dass ein Mensch mir je so viel anvertraut hat. Sie scheint nicht zu spüren, dass sie sich in Gefahr befindet. Ich finde ihre Gegenwart aus irgendeinem Grund angenehm. Aber gleichzeitig wächst in mir die Lust, ihr die Kehle aufzuschlitzen. Bleib ruhig, Tom. Bald wird es soweit sein. Wie ihr Blut wohl riecht. Du bist so dünn. Isst du genug? Ich esse selten. Das ist nicht gesund. Also ich achte auf gute Ernährung, mache täglich Yoga, weißt du? Das ist gut für den Geist.
Das solltest du auch mal versuchen. Ich habe kein Problem mit meinem Geist. Wirklich? Ich kann an deiner Handfläche ablesen, was für ein Mensch du bist. Diese Linie verrät mir, dass du sehr zielstrebig bist und weißt, was du willst. Warum berührst du mich ständig? Und diese hier, dass du eine dunkle Seite in dir hast. Kannst du auch das Blut an meinen Händen lesen? Und was haben wir denn da? Ein unerwartetes Schicksal. Ich denke, dir ist nicht klar, was der Mensch vor dir steht. Aber ich will es herausfinden. Kannst du dir diese Adresse aufschreiben? Können wir uns dort treffen? Ich möchte dir gerne etwas zeigen. Ich denke, das wird deine Sicht auf die Welt ein wenig verändern. Ich werde da sein. Perfekt. Check den Ort aus und pack dein Auto in der Nähe. Dann schlag zu. Zögere nicht zu lang. Sie macht es dir zu leicht. Danach ist deine Lust dann erstmal für eine Zeit lang befriedigt. Glaub mir. Nein, noch nicht. Bitte? Ich möchte wissen, was sie mir zeigen will. Warum? Ich bin neugierig. Tom, konzentriere dich. Was soll das? Hast du vergessen, worum es hier geht? Nein. Aber wozu die Eile? Ich könnte mir doch auch Zeit lassen, die Sache mehr genießen. Das gefällt mir nicht. Aber mir gefällt es. Mir. Ich habe dein Leben genommen. Und es hat mir gefallen. Dazu hattest du kein Recht. Deswegen hat es mir ja gefallen. Du wirst immer allein sein, wenn du jedem das Leben nimmst. Das ist der Preis, den ich zahlen muss. Mir. Sie kommt nicht. Hätte ich mir denken können. Freut mich, dass du gekommen bist. Heute werde ich dir die Augen öffnen. Verwirrend. Warum macht sie das alles? Erkennt sie etwas in mir? Oder geht sie mit jedem so um? Was ist das für ein Spiel, das du treibst mir? Und warum berührst du mich ständig? Wir sind da. Jede fühlt sich anders an. Spürst du das? Warum sind die alle hier? Wer weiß. Vielleicht waren sie da schon immer. Komm mit. Warum zeigst du mir das alles? Weil ich will, dass du das siehst. Die Welt kann sehr schön sein, wenn man genau hinsieht. Du kennst mich doch kaum. Was interessiert es dich, wie ich die Welt sehe? Woher weißt du überhaupt, wie ich sie sehe? Stopp, komm nicht näher. Warum? Ich könnte dir wehtun. Das glaube ich nicht. Ich habe schon sehr vielen Menschen wehgetan. Mag sein, aber mir wirst du nicht wehtun. Weißt du dann wenigstens jetzt, wann du sie töten wirst? Nein. Ich glaube, es wird ein unglaublich intensives Gefühl. Spürst du es schon? Das Kribbeln in deinen Händen? Viel mehr. Es ist im ganzen Körper. Es ist wie ein Feuer, das immer größer wird. Kannst du dir schon ihren Schmerz vorstellen? Nein. Sie wirkt momentan so unbeschwert und glücklich. Es wird so erfrischend anders sein, einen neuen Gesichtsausdruck hervorzuzaubern. Wenn sie nach Luft schnappt und der Schmerz übermannt, sie wird am ganzen Leib zittern, ihr ganzer Körper wird sich verkrampfen, bis sie sich schließlich entspannt, weil es vorbei ist. Ich beneide dich. Warum tust du Menschen weh? Weil es mir gefällt.
Es gibt sonst nichts, das mir Spaß macht. In mir ist nichts. Ich fühle keine Wut, keine Trauer. Ich habe nie Hunger oder Durst oder bin müde. Ich brauche einfach ein Gefühl in mir und deswegen das Verlangen. Du fühlst wirklich gar nichts gerade? Nein. Und löst das hier keine Gefühle in dir aus? Nein. Und das hier? Ich muss gehen. Wann kann ich dich wiedersehen? Gar nicht. Wie soll es jetzt deiner Meinung nach weitergehen? Sie wollte mich küssen. Warum wollte sie mich küssen? Naja, sie hat sich wohl in dich verliebt. Was? So schnell? Warum in mich? Warum sollte man sowas wie mich lieben? Warum kümmert dich das überhaupt? Schlitz dir doch einfach endlich die Kehle auf. Dann ersparst du dir ihr Gelaber. Ja, ich weiß nicht. Vielleicht mache ich das einfach. Du hast noch eine Nachricht von deinem neuen Freund. Er ist zufrieden mit mir. Und? Hast du jetzt deine Antworten gefunden? Nein. Ich weiß nicht, wie es weitergehen soll. Gib mir deine Hand. Was fühlst du? Schmerz. Und was sagt dir dieser Schmerz? Gar nichts. Exakt. Keine Empfindung. Wer mit Schmerzen umgehen kann, ist unantastbar. Aber du wirst immer diese Leere in dir spüren. Wenn du nicht das tust, was wir nun mal tun müssen, um uns lebendig zu fühlen. Du hast recht. Ich werde Mia töten. Vergiss nie, was wir sind. Vergiss nie, was die Menschen da draußen sind. Sie sind Menschen. Und wir sind Götter. Plan deinen Mord. Aber erstmal legst du dich hin, offen gestanden. Du siehst scheiße aus. Hey. Hab ich schon Angst, wir sehen uns nicht mehr. Heute bin ich derjenige, der was zeigen will. Wo sind wir hier? Nun werde ich deine Sicht auf die Welt verändern. Nur zu. Kann ich nicht töten. Dann tu es nicht. Aber ich will es. Ich will es fühlen. Dann wird es mich nicht mehr geben. Dann wärst du allein.
Gibst du mir das Messer? Ist es das, was du tust? Du nimmst anderen das Leben? Deins werde ich dir auch nehmen. Nein, bist du nicht. Ich habe mich schon bei vielen Dingen geirrt. Aber bei dir bin ich mir ganz sicher. Du wirst mir nicht wehtun. Wie kannst du dir so sicher sein? Ich weiß es einfach. Wenn du denkst, dass ich mich irre, dann tu es. Kannst du mir sagen, warum du mich töten willst? Kannst du mir sagen, warum du keine Angst vor mir hast? Ja, das kann ich, aber das ist eine längere Geschichte. Das ist meine auch. Wir haben aber alle Zeit der Welt. Du musst mir was versprechen. Was du willst. Du darfst mich nicht berühren. Warum hast du sie nicht getötet? Ich weiß nicht. Aber wenn ich bei ihr bin, dann fühle ich mich so, als wäre ich von uns beiden der Mensch. Ich denke nicht, dass ich Mia liebe. Ich kann nicht lieben. Allerdings weiß ich nicht, was mich davon abhält, Mia zu töten. Am liebsten würde ich es. Am liebsten würde ich sie jetzt auf der Stelle ausbluten lassen. Wer fängt an, seine Geschichte zu erzählen? Es ist unmöglich, dass ich sie am Leben lasse. Vermutlich will ich einfach nur wissen, was in diesem Kopf vorgeht. Das entscheiden wir beim nächsten Treffen. Und wann wird das sein? Morgen mittags. Bei den Laternen. Verrückt, dass sie mich überhaupt noch sehen will. Der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Alles braucht seinen geregelten Ablauf. Genauso brauche auch ich meine Routine. Mia wirft allerdings einiges über den Haufen. Doch letztendlich wird es wieder gleich enden. Wir leben in einer Welt, die der Mensch erbaut hat. Jede Währung, jedes Gesetz und jede Moral wurde vom Mensch erdacht. Warum sollte ich dieser blind folgen? Im Gegensatz zum großen Rest der Welt lebe ich mein Leben in vollen Zügen. Noah hat recht. Das macht uns zu etwas Besserem als den Menschen. Es macht uns zu Göttern. Jack muss in der Nähe leben. Wie kommst du darauf? Ich weiß nicht, diese Briefe. Es muss auch dauern, sowas anzufertigen und trotzdem sind sie da auf dem neuesten Stand. Ich denke, er lebt hier in der Nähe. Dann ist es wahrscheinlich das angeblich leerstehende Haus am Ende der Siedlung, hm? Wollen wir nicht lieber über deine kleine Mia reden? Was gibt's da zu bereden? Halt mich nicht zum Narren, Tom. Du hättest sie töten können. Warum hast du es nicht getan? Opferverhalten hin oder her. Du kannst mir doch nicht erzählen, dass du deine Lust zu töten plötzlich verloren hast. Nein, die Lust ist so groß wie noch nie. Warum tust du es dann nicht? Ich weiß nicht. Es wäre einfach noch zu früh. Ich war so nah dran, sie umzubringen, dass ich kann nichts anderes mehr denken. Ich glaube, wir brauchen einen Ersatz. Einen Ersatz? Es wird keinen Ersatz geben! Es gibt Regeln, an die du dich zu halten hast! Wie oft habe ich dir das alles erklärt? Noah, ich respektiere deine Regeln. Ohne dich wäre ich vermutlich gar nicht mehr im Leben. Was redest du dann von einem Ersatz? Weil ich es nicht mehr aushalte. Du kannst dir nicht einfach einen Ersatz suchen! Wenn du es nicht mehr aushältst, dann musst du halt sie töten! Noah... Nein! Ich hab dir gesagt, wie es laufen wird, und du hast auf mich zu hören. Verstanden? Glaub mir, nachdem du jetzt schon so aufgeregt bist, wird es wahrhaftig ein Genuss sein. Das wird es.
guten Abend, Mr. Summer. Wie ich sehe, machen Sie es spannender, als ich zuerst erwartet habe. Ich bin erfreut, dass Sie mich an Ihrem Werk teilhaben lassen. Ich freue mich auf noch mehr Überraschungen und hoffe sehr, dass diese Geschichte bald ihr blutiges Ende findet. Liebe Grüße, Jack. PS, berühren Sie bitte Ihre Wange, bevor Sie ihr das Leben nehmen. Frauen wollen sanft behandelt werden. Jack scheint ein netter Mensch zu sein. Hoffentlich schreibt er mir noch länger. Dich zu töten wird mir eine Ehre sein, Mia. Es war das erste Mal, dass ich Noah in mein Zuhause eingeladen hatte. Wir hatten uns wenige Wochen zuvor in der Stadt kennengelernt und tatsächlich von Anfang an gut verstanden. Selbst jetzt, wo mein nächster Mord, einer von zu vielen, um sie noch zählen zu können, bevorsteht, muss ich immer noch an diese Unterhaltung denken. Er hatte mir ein Geheimnis versprochen, wie ich wieder Freude am Leben empfinden könnte. Ich wollte unbedingt wissen, was das für eines war. Hier wohnst du? Ich hoffe, es ist nicht zu kalt. Nein, wenigstens musst du nicht so viel putzen. Es reicht zum Leben. Glaub mir, wir werden dir sehr bald etwas Besseres finden. Soll ich wieder aufstehen? Was ist? Du hast mir was versprochen. Na klar. Ich wollte es dir eigentlich schon die ganze Zeit verraten, aber ich musste erst absolut sicher gehen, dass du der Richtige bist. Wir zwei, wir sind vom gleichen Schlag, Tom. Einsame Seelen, aufgestiegen zu etwas Höherem als bloß im Dasein. Das habe ich sofort gespürt. Schon als ich dich das erste Mal gesehen habe. Ich möchte gern etwas mit dir teilen und dazu muss ich dir ein Geheimnis verraten. Normalerweise würde ich jetzt ein Versprechen verlangen, eine Art Schwur. Denn dieses eine Geheimnis, das sollte wirklich niemand erfahren, aber irgendetwas sagt mir, dass das bei dir absolut nicht nötig ist. Also, ich habe Fertigkeiten und ich weiß Dinge. Nun ja, sagen wir, ich habe von meinem Vater das Handbuch des Tötens bekommen. Wenn mich die Lust packt, dann suche ich mir ein Opfer aus und dann bringe ich es um. Es ist für mich wie Essen oder Trinken oder aufs Klo gehen. Was ganz Normales. Es erfüllt mich einfach. Das ist mein Geheimnis. Das ist es, was ich tue. Jeder andere Mensch würde jetzt vermutlich schreiend davonlaufen. Dass du es nicht tust, das sagt mir, dass ich tatsächlich absolut recht hatte. Recht hatte? Ich würde gern mein Wissen an jemanden weitergeben. Auch ich hatte einen Lehrmeister, meinen Vater. Aber nun ja, seitdem er weg ist, alleine ist es einfach nicht dasselbe. Du möchtest, dass wir zusammen Menschen umbringen? Wenn du das auch möchtest. Es wäre mir eine Ehre, wenn du mein Lehrmeister wärst. Also, ich war mir ja echt schon ziemlich sicher. Aber damit, dass es so leicht werden wird, habe ich nicht gerechnet. Umso mehr freut es mich. Abgemacht? Abgemacht. Wir beide stehen ab jetzt zusammen.
und du gibst mir die Freude im Leben zurück. Nun ja. Ich hoffe, dass ich es kann. Was ist mit deinem Vater passiert? Wie meinst du? Du meintest, er wäre weg. Wohin ist er gegangen? Er ist nicht, ja. Nun ja, er ist tot, weißt du. Vor ein paar Wochen gestorben. Das tut mir leid. Nein, tut's nicht. Ich glaube, ich hätte mir tatsächlich niemand Besseren aussuchen können. Du wirst sehen, Tom. Unser Leben ab jetzt wird furios. Ständiges Adrenalin. Das kannst du durch nichts auf der Welt ersetzen. Das ist einfach... Du wirkst traurig. Naja, mein Vater ist gerade gestorben. Nein, das ist es nicht. Du wirkst traurig. Wie willst du mir die Freude im Leben zurückgeben, wenn du sie selber nicht empfindest? Ein Gespräch für ein andermal. Was ist, wenn ich es gern jetzt hören möchte? Du bist und bleibst undurchschaubar. Was möchtest du hören? Erfüllt es dich wirklich? Dieses Leben? Ist es wirklich das, was du willst? Es kann und es wird das werden, was du willst. Glaub mir, das ist ein Versprechen. Ich mache aus dir mehr als einen Menschen, Tom. Ich gebe dir das Gefühl, etwas Besonderes zu sein. Das willst du doch nicht, wahr? Mehr als alles andere. Und ich weiß, wie du es schaffen kannst. Ja. Ich will es. Mehr als andere. Aber du hast meine Frage nicht beantwortet. Es ist das, was du willst. Meine Kindheit war eine ziemlich schlimme Zeit. Meine auch. Am liebsten würde ich diese Zeit aus meinem Leben streichen. Das Erste, woran ich mich erinnern kann, ist der Tod meiner Mutter. Ich habe sie vor meinen Augen sterben sehen. Das war mein Stiefvater. Mein Stiefvater ist eigentlich ganz okay. Aber meine Mutter hat mich geschlagen. Wofür? Wegen allem Möglichen. Meistens waren es nur Kleinigkeiten. Ich weiß sogar noch, wie viele Teile meine Mutter zerschnitten wurde. Also... War das der Auslöser für das, was du heute bist? Nein, das war Noah. Wer ist Noah? Als die Welt unterging, da kam Noah und hat mich gerettet. Ich hatte auch mal einen besten Freund. Naja, eigentlich war er mein Psychiater. Aber sonst hatte ich keine Freunde. Warum warst du ein Psychiater? Ich habe einen fremden Mann angeboten, mich zu entführen. Ja, damit ich endlich von meiner Mom wegkomme. Kein guter Plan. Aber du irrst dich. Noah ist kein Freund für mich. Er ist eher eine Art Mentor. Er hat aus mir das gemacht, was ich heute bin. Und was bist du? Noah würde sagen, wir wären Götter. Willst du wissen, was du für mich bist? Du bist der erste Mensch, der mir nicht wehtun wird. Weißt du, schon als Kind habe ich oft versucht, von zu Hause wegzulaufen. Irgendwann mal habe ich es auch geschafft. Hab mir einen Job besorgt. Es war hart, aber mein Leben war um einiges besser. Ich hatte mich mit meinem Schicksal schon abgefunden.
Als meine Mom starb, war es so, als wären meine Gefühle gestorben. War das der Weltuntergang? Was meinst du? Du sagtest, Noah hat dich gerettet, als die Welt unterging. War das der Tag, an dem deine Mutter gestorben ist? Ja. Aber Noah kam erst viel später. Vor Noah hatte ich mir immer Selbstschmerzen zugefügt, um wenigstens irgendetwas zu fühlen. Schon allein das konnten die meisten nicht nachvollziehen. Doch dann kam Noah. Er erkannte sofort, was in mir steckte und zeigte mir, wie ich richtig leben kann. Und wie lebt man richtig? Das muss jeder für sich selbst wissen. So was Ähnliches hat mein Psychiater auch mal gesagt. Jeder lebt sein Leben auf seine eigene Art. Und bist du glücklich mit deinem Leben? Seitdem ich dich kenne, schon. Nachdem ich gelernt hatte, mich alleine durch das Leben zu schlagen, wurde es tatsächlich um einiges leichter. Doch dann lernte ich Frank kennen. Wer ist Frank? Er war mein erster Freund. Blöderweise hat er mich auch geschlagen, so wie meine Mom. Wegen jeder Kleinigkeit. Noah hat mich nie geschlagen. Obwohl er manchmal richtig wütend war. Warum darf ich dich nicht anfassen? Noah führte sein Messer mit der linken Hand. Obwohl er Rechtshänder war. Er hatte einfach so Angewohnheiten, die er nicht ablenken konnte. Tom? Warum darf ich dich nicht anfassen? Weil ich das nicht aushalte, ohne dich zu töten. Ich will dich aber berühren. Tut mir leid. Erzähl mir von deinem ersten Mord. Es war unglaublich. Alleine hätte ich die Grenze nie überschritten, ein komplett neues Kapitel in meinem Leben zu schreiben. Doch mit Noah an meiner Seite fühlte ich mich zu mächtig, als dass ich vor dieser Aufgabe in die Knie hätte gehen können. Durch den Akt des Tötens fühlt man sich plötzlich so unglaublich lebendig. Alles um mich herum wird vollkommen eins mit der Welt und der Moment gehört ganz mir. Ich verstehe gar nicht, wie man so etwas jemandem antun kann. Jeder Mensch ist verschieden. Doch wir haben alle einen Überlebenstrieb. Dieser steckt ab der ersten Sekunde in uns und zwingt uns weiterzumachen, nicht aufzugeben. Das ist das Wertvollste, was wir haben. Aber der Tod ist nichts Tragisches. Doch, ist er. Wir beide denken eben vollkommen verschieden. Nein, nicht unbedingt. Uns beide verbindet etwas. Ich kann es auch nicht erklären, aber du spürst es doch auch, oder? Ich spüre nie etwas. Lass uns weitergehen. Du hast meine Frage nicht beantwortet. Hä? Was hast du denn? Was machst du da? Ich lass dich nicht mehr los. Warum? Damit du nicht mehr weggehen kannst. Was soll das werden? Ich weiß gar nicht, was du meinst. Warum lauerst du uns auf? Und warum lässt du dich auf unwichtiges Gelaber ein? Du sagst, dass du es kaum neben mir aushältst, ohne sie zu töten, aber umarmen kannst du sie, oder was?
Ich weiß ganz genau, was mit dir los ist. In dir ist ein kleines bisschen Menschlichkeit übrig geblieben, das deine Scheißmutter hinterlassen hat. Glaub mir, du kannst niemals in zwei Geschichten gleichzeitig leben. Also entscheide dich, was du sein willst. Mensch oder Gott. Mensch oder Gott sein. Der Unterschied zwischen einem Gott und einem Menschen ist relativ simpel. Es geht um Beherrschung oder einfach Kontrolle. Der Mensch kontrolliert sich selbst nicht. Er giert nach mehr Befriedigung, die er niemals erreichen kann. Und dabei könnte er auf der Stelle glücklich sein. Noah bezeichnet uns als Götter, weil wir weder glücklich noch traurig sind. Eigentlich können wir mit diesen Wörtern gar nichts anfangen. Mia denkt auf keinen Fall so wie ich, aber irgendwas verbindet uns tatsächlich. Und was das ist, will ich herausfinden. Doch dazu brauche ich einen Ersatz für Mia, den ich töten kann. Und den brauche ich möglichst bald. Man sagt, das Leben ist eine Reise. Jeder sucht nach einer Aufgabe, ein Ziel. Ein Grund, für den es sich zu leben lohnt. Die meisten fürchten, dass sie am Ende bereuen, zu wenig gelebt zu haben. Doch ab wann hat man zu wenig gelebt? Ich frage mich, was bringt einem das Wissen, richtig gelebt zu haben, wenn man so oder so stirbt? Vollkommen egal, ob 10 oder 100 Jahre, auch du wirst irgendwann tot sein. Und alles, was du erlebt hast und alles, was du getan hast, wird vergessen sein. Und dir selbst bringt es letztendlich gar nichts. Immerhin bist du ja tot. Weißt du noch, als wir früher mal zusammen getötet haben? Wie könnte ich das vergessen? Weißt du, ich habe erst dann so richtig Freude daran entwickelt. Vorher war es eher immer so eine Art Notlösung. Ging mir genauso. Vielleicht sollten wir das mal wieder machen. Ich vermisse auch die ganzen Gespräche am Fluss, als wir das Blut von unseren Händen wuschen. Sie hat gar nicht geschrien? Das war komisch, nicht wahr? Vielleicht wusste sie ja, dass sie sterben wird. Hat sie mit dem Tod abgefunden. Oder sie konnte nicht, wusste gar nicht, wie ihr geschieht. Ja, absolut atemlos, während ihr Leben entglitt. Sie hat sich kaum gewehrt. Denkst du, sie wollte gar nicht leben? Doch, sie wollte leben. Das konnte ich in ihren Augen sehen. Vielleicht hätten wir auch einfach mehr Zeit lassen sollen, die Situation zu erfassen, hm? Damit sie mehr Angst hat. Genau. Trotzdem, es war sehr aufregend. Natürlich. Es hat sich auf alle Fälle gelohnt. Nur umstrukturieren könnten wir das Ganze doch mal. Vielleicht planst du beim nächsten Mal den Mord und ich für ihn aus. Ja. Langsam wird's zur Routine. Danke für die schöne Zeit, Mann. Kein Problem. Nein, nein, nein! Warum machst du es nicht so, wie ich es dir sage? Es tut mir leid. Nein, tut es nicht! Hör auf, das ständig zu sagen, oder willst du als Schauspieler auf die Bühne gehen? Damals war alles anders. Je länger Noah und ich unserem Handwerk nachgingen, desto mehr merkte ich, wie sehr in ihm die Lust tobte. Aber auch, wie zwiegespalten seine Persönlichkeit war. War er in einem Moment voller Begeisterung für unsere Taten und packte ihn an einem Tag noch so sehr die Lust. So voller Zorn und Aggressionen war er am anderen Tag. So ungehalten machte er sich lustig über das, was wir taten. Noah, ich werde es wirklich nie wieder tun. Nie wieder am helllichten Tag unsere Außenwelt angreifen? Vor aller Augen? Gegen unseren Plan? Ja, ich hoffe für dich, dass du das nie wieder tust. Ich konnte nichts dafür. Mich hat einfach die Lust gepackt. Lüg nicht! Zu spüren bekam ich seinen Ärger nie. Und solange das so blieb, konnte ich es akzeptieren. Das war einfach seine Natur. So lange ist das eigentlich noch gar nicht her, hm? Ein Jahr vielleicht. Was hat dein neuer Freund dir eigentlich wieder geschrieben? Er ist nicht sehr erfreut über die neuesten Ereignisse. Guten Abend, Mr. Summer. Ich will ehrlich mit Ihnen sein.
Ihr momentanes Verhalten widerspricht dem, wie Sie sonst vorgehen. Dies missfällt mir und daher möchte ich Sie fragen, ob Sie sich nicht noch einmal Gedanken über Ihr Werk machen möchten. Des Weiteren habe ich mir genau unter die Lupe genommen. Glauben Sie mir, der Tod wird für Sie eine Erlösung sein. Tun Sie ihr den Gefallen, aber lassen Sie sich Zeit. Schließlich ist der letzte Schmerz das Einzige, was ihr noch bleibt. Ich hoffe, dass die Tötung in den nächsten Tagen erfolgt. Liebe Grüße, Jack. PS: Verpasse niemals den richtigen Moment. Es wird Zeit, dass du ihn seinen Wunsch erfüllst, hm? Ich habe einen Ersatz gefunden. Was? Ich war vorne in der Stadt und habe jemanden gefunden, den ich töten möchte. Sie ist jung, oft allein. Ich glaube, ich kann sie sicher unbemerkt in den Wald locken. Vielleicht töte ich sie sogar so, wie wir es früher gemacht haben. Vielleicht machst du ja mit. Ich hab es dir schon erklärt! Es wird keinen Ersatz geben, verdammt! Doch wird es. Nein! Du kennst den Ablauf! Mia ist die Auserwählte! Ich kann Mia nicht töten. Was hat diese Frau aus dir gemacht? Gut, wenn du Mia nicht töten kannst, dann sollte ich es vielleicht machen. Nein, Noah. Mia gehört mir. Sie wird sterben. Aber durch meine Hand. Noah wird langsam unruhig. Genauso wie Jack. Es soll also ein Doppelmord werden. Dann wird es Zeit, diesen zu planen. Das wird nicht leicht werden. Schubst du mich an? Ein Mord allein ist etwas Kompliziertes. Hörst du mir zu? Das Mädchen sitzt jeden Donnerstag um dieselbe Zeit auf der Bank im Park. Das ist ein guter Anfang. Allerdings wird mir das nicht weiterhelfen. Das Risiko ist viel zu hoch, dass Leute in der Nähe sein könnten. Ich muss etwas Besseres finden. Etwas Abgelegeneres. Ein Ort, an dem sie alleine ist. Als ich noch ein Kind war, hatte ich einen Hamster als Haustier. Der konnte sogar kleine Kunststücke. Warum hat man Haustiere? Keine Ahnung. Vielleicht, weil man sich sicher sein kann, dass sie immer für einen da sein werden. Ich hatte nie welche. Es war sehr schön gestern, als du meine Hand genommen hast. Interessant ist, dass sie jeden Tag ein Käsebrot dabei hat. Keine Wurst, keine Butter, nur ein trockenes Käsebrot. Sie bindet ihre Schuhe falsch, aber dies scheint keinem aufzufallen. Kleine Kratzspuren am Handgelenk. Vielleicht hat sie sich das selbst zugefügt. Ich wollte, dass du mit mir gehst. Natürlich gehe ich mit dir. Ich verstehe gar nicht, warum du bei mir sein willst. Du weißt doch, was für ein Mensch ich bin. Ist dir das egal? Nein, natürlich ist mir das nicht egal. Es ist schwer zu erklären, aber irgendwas sagt mir, dass du der Richtige für mich bist. Du hast mich ja auch nicht zufällig ausgewählt, oder? Nein, ich wusste auch, dass du die Richtige bist. Siehst du, so geht's mir auch. Eine Möglichkeit habe ich sogar schon gefunden, aber nun ja, was ich plane, erscheint mir ein wenig riskant. Manchmal geht sie auf dem Weg zur Schule einen Umweg. Diese alternative Route führt an einem Waldrand vorbei. Dort könnte ich sie betäuben und in den Wald schaffen. Aber es gibt Häuser 100 bis 200 Meter davon entfernt. Es bräuchte nur einer im richtigen Moment aus dem Fenster zu sehen. Und schon würde das alles zunichte machen. Notfalls werde ich das Risiko aber eingehen. In ein paar Tagen ist es soweit. Lauf weg, Mia! Lauf weg! Warum tust du das? Weil es meine Natur ist! Nein! Woran denkst du? Was ist denn los? Ich bin wirklich froh, dich gefunden zu haben. Das bin ich auch. Am liebsten würde ich ja sagen, was in mir vorgeht. Dass ich hier Mord plane. Ich möchte ja sagen, dass es für mich von großer Bedeutung wäre, wenn sie meinen Arm stirbt. Doch sie würde es nicht verstehen. Du erzählst mir etwas über dich. Da gibt's nichts zu erzählen. Komm schon, irgendwas Interessantes muss es ja geben. Ich
weiß nicht, wie interessant ich bin. Hast du Geschwister? Nein. Und was ist deine Lieblingsfarbe? Warum sollte ich eine Farbe mehr mögen als eine andere? Also ich habe eine. Kannst du dich eigentlich noch an deine Mutter erinnern? Nicht wirklich. Aber ich weiß, dass wir mal durch ein Feld aus Blumen gegangen sind. Ich glaube, ich war an diesem Tag glücklich. Vermutlich das letzte Mal. Weißt du, wann ich das letzte Mal glücklich war? Was ist los? Ich muss gehen. Weil ich dich wieder berührt habe? Ich werde dich bald anrufen. Es gibt einen Ort, den ich dir gerne zeigen möchte. Okay. Das beste Opfer wohnt alleine. Hat schlechten bis gar keinen sozialen Kontakt. Am besten jemand, bei dem es überhaupt nicht auffällt, dass er nicht mehr da ist. Also, gleich nach dem Mord räumst du die gesamte Bude leer und verkaufst alles, was du verkaufen kannst. Mach es zu Geld, egal wie. Man wird meinen, derjenige sei durchgebrannt oder irgendwie sowas, es sei denn, du hinterlässt Spuren. Solltest du ein gutes Werk vollbracht haben, kannst du es dir sogar leisten, für eine Zeit lang in die Behausung deines Opfers einzuziehen. Aber niemals zu lang. Sollte es auch nur den leisesten Verdacht geben, gesehen worden zu sein, solltest du auch nur den leisesten Verdacht haben, erwischt worden zu sein, dann verlasse die Stadt und fang irgendwo neu an, ganz egal wo, nur möglichst weit weg. Alles muss immer sauber und gut durchdacht sein. Hörst du mir eigentlich zu, Tom? Warum tötest du eigentlich nur mit links? Was? Du bist kein Linkshänder. Und trotzdem tötest du deine Opfer immer mit links. Warum? Mein Vater hat es mir so gezeigt. War er Linkshänder? Ja. Aber mit rechts wärst du viel präziser. Du hättest viel mehr Kraft. Nein! Verändere niemals das Grundsystem. Warum etwas ändern, wenn es so wie es ist perfekt ist? Tom, dein Leben wird sehr schön sein, wenn du dich genau an meine Regeln hältst. War dein Vater denn so glücklich? Willst du wissen, was er mir am Sterbebett gesagt hat? Ich habe gelebt wie ein Gott. Und das können wir auch. Das kannst du auch, wenn du bereit dafür bist. Ich würde sehr gerne mal mein eigenes Opfer aussuchen. Alles selber planen. Dann mach das. Ich wünsche dir viel Spaß dabei. Der Tag, an dem Noah nochmal alles Revue passieren ließ, das er mir beigebracht hatte. Der Tag, an dem ich einen Plan fasste. Etwas, das ich mir früher im Traum nicht ausgemalt hätte. Doch eigentlich wusste ich, was passieren würde. Ich wusste es in dem Moment, als er mir sein Geheimnis anvertraut hatte. Ich will es. Mehr als andere. Aber du hast meine Frage nicht beantwortet. Es ist das, was du willst. Nein, ist es nicht. Absolut nicht. Es quält mich. Diese Unvollkommenheit, dieser Drang nach Perfektion, ohne sie jemals erreichen zu können. Diese Realität, die dich foltert. Mit Träumen, Vorstellungen, Visionen, die du niemals wirst verwirklichen können. Aus der es kein Entkommen gibt. Nicht einmal die blasse, kalte Haut einer toten jungen Frau, nicht einmal den Tod selbst. Es ekelt mir regelrecht. Vor mir selbst und vor dieser Welt. Sieh dich doch um. Wie sie alle durch die Gegend rennen. Hechelnd, hetzend, mit Masken vor ihren Gesichtern.
keinen genähten oder angefertigten Masken des Geistes, des Versteckens. Sie sind überall. Selbst jetzt hier, in diesem Raum. Ich sitze hier, reingelümmelt in dein Sofa. Coole Klamotten. Als würde es mir gehören. Nur eine Maske. Naja, auf irgendeine Weise sind wir doch alle in unseren Rollen. Und es stößt mich ab. In dieser Welt werde ich niemals so sein können, wie ich bin. Es gibt nur eine Sache, die du an mir verstehen musst, Tom. Der Tag, an dem ich aufgebe, wird der Tag sein, an dem ich diese Welt für immer verlasse. Niemals aufgeben. Du sagst, ich bin traurig? Nun, das trifft es nicht ganz. Ich bin zerrissen. Es gibt nichts mehr, für das es sich noch lohnt, und trotzdem kämpfe ich. Ich kämpfe, weil ein kleiner Teil von mir immer noch hofft, dass ich eines Tages Erlösung finden werde. So wie du. In dem, was wir gemeinsam vorhaben. So wie mein Vater. Also, fangen wir an? Noah hat mir nie mehr über seinen Vater erzählt. Ich weiß auch nicht, ob Noah mir die Wahrheit darüber gesagt hat, warum er mir alles beigebracht hat, was er wusste. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er jemanden seinesgleichen gesucht hat. Vielleicht wollte er tatsächlich nur wie sein Vater ein Lehrmeister sein. Schon komisch. Warum mache ich mir seit neuem so viele Gedanken über das Wesen anderer? Im Grunde macht doch der Tod jedes Leben bedeutungslos. Die Straße ist gesperrt. Es gibt noch kein Hinweisschild. Wir haben erst heute Morgen angefangen zu arbeiten und es gibt ein paar Stellen, die sind einfach viel zu... Fehlt nur noch mir. Ich gebe ihm meinen Standort und bitte sie, zu mir zu kommen. Mit dem Auto wäre sie in ungefähr 15 Minuten da. Es soll also sehr knapp werden. Nun ist es gleich soweit. Hast du dein Opfer schon gewählt? Ja. Glaub mir, Tom. Das erste Mal, jemanden ganz allein zu töten, ist unglaublich. Dieses Mal wird es dein Werk sein, nur für dich. Ich vermisse den Geruch. Manchmal habe ich das Gefühl, ich könnte wie ein Tier die Angst riechen. Es ist doch sehr animalisch, was wir tun. Worauf wartest du denn? Willst du nicht dieses Gefühl haben? Welches Gefühl? Das Gefühl der Kontrolle. Dass du so viel mächtiger bist als dein Opfer. Natürlich will ich das, aber ich werde es ja bald wieder haben. Bald? Worauf wartest du? Ich warte nicht. Dann tu es endlich! Los! Ich habe mich nicht im Griff. Die Schmerzen werden sie wecken. Warum habe ich sie jetzt schon verletzt? Eine von Noahs Regeln lautet: Wenn du etwas anfängst, dann bringst du es auch zu Ende. Schritt 1: Das Opfer betäuben, um es zu schwächen. Es darf keine Schreie geben. Schritt 2: Stich immer in die Seite, um das Opfer zu Bewusstsein zu zwingen. Schritt 3: Dem Opfer seine Situation klarmachen. Wie? Das bleibt dir überlassen. Tom? Noah? Was machst du da? Was machst du hier im Wald? Sagst du mir, warum Mia nicht hier ist? Wir hatten doch eine Abmachung.
Sie ist unterwegs hierher. Ich konnte einfach nicht mehr. Ich wurde zu durstig. Du weißt aber, dass das gegen meine Regeln ist, Tom. Du und deine Scheißregeln. Weißt du eigentlich, weshalb du mich damit nervst? Was redest du von Göttern, wenn wir selber unter Gesetzen leiden? Wir sind keine Götter. Nur arme Schweine, die einfach nicht in diese Welt passen. Gestrandete, die sich einfach zurechtfinden wollen. Mit wem redest du da? Worauf wartest du denn? Willst du nicht dieses Gefühl haben? Welches Gefühl? Das Gefühl der Kontrolle. Dass du so viel mächtiger bist als dein Opfer. Natürlich will ich das, aber ich werde es bald wieder haben. Bald? Worauf wartest du? Ich warte nicht. Dann tu es endlich! Los! Ich bin dein Opfer. Ja. Warum? Weil der Tod deine Erlösung ist. Du hast nichts, was dich zum Leben lohnt. Du schleppst dich nur von Tag zu Tag. Erlösung wäre zwar schön, aber noch nicht heute. Du kannst mich nicht töten, Noah. Dazu musst du erstmal die Hand wechseln. Und das wird sehr schwierig sein. Na gut. Dann nur zu. Aber du musst mir etwas versprechen. Was du willst. Lass dir Zeit. Dein erster, komplett eigener Mord. Soll perfekt sein. Okay. Oh. Es gibt etwas, das weißt du gar nicht. Ich hab's wohl selbst vergessen. Noah ist schon lange tot. Dann bin ich ja die ganze Zeit schon alleine. Nein, bist du nicht. Du darfst sie nicht töten. Du musst aufhören zu töten. Tu es für mich. An deiner Stelle würde ich lieber von mir weglaufen. Ich werde dich nicht verlassen. Nein, du verstehst nicht. Du solltest wirklich jetzt anfangen, wegzulaufen. Was hast du vor? Endlich ist es soweit. Du kannst mir nicht wehtun. Leider irrst du dich in dieser Hinsicht. Worauf wartest du? Ich weiß nicht. Dann tu es! Jetzt! Wie kann es sein, dass du dieses Mädchen nicht töten kannst? Warum kann ich es nicht? Was ist nur los mit dir? Wochenlang hast du das alles hier geplant. Du hast sie auserwählt. Du wolltest sie und keine andere. Warum tust du es nicht einfach? Alles okay mit dir? Tom, geht es dir gut? Kannst du mal aufhören, so verdammt nett zu sein? Ich bedrohe dich mit einem Messer, verdammt! Und du tust so, als wäre nichts gewesen. Warum kümmerst du dich um mich? Warum sorgst du dich um mich? Na, weil ich dich liebe. Liebe? Was zum Teufel soll das sein? Weißt du, was für ein Gefühl es ist, bei dir zu sein? Sag es mir. Es frisst mich auf. Es frisst meinen Verstand auf. Alles, was mal wichtig war, verliert an Bedeutung. Und ich sehe nur noch dich. Das macht mir Angst, Mia. Ich habe manchmal auch Angst, weil man sich so verwundbar fühlt. Aber ich weiß ganz genau, wie gefährlich es ist, bei dir zu sein.
Warum tust du dir das dann an? Immer dieselben Fragen und immer dieselben Antworten. Und zum ersten Mal fühlte ich etwas, ohne dass ich jemanden dafür das Leben nehmen musste. Wenn ich genau darüber nachdenke, ist dies eine Geschichte von einem Mann, der nach Gefühlen suchte und sie fand. Allerdings ist sie noch nicht zu Ende. Wie ich vernehme, haben sie beschlossen, ihr Dasein zu verändern. Anstatt ihre Serie an Werken fortzusetzen, entschieden sie sich dazu, ein völlig normales Leben zu führen. Sie wollen zu diesem Abschaum von Mensch gehören und in ihrer Welt aus Regeln leben? Ich bin enttäuscht von ihnen und ihrer Menschlichkeit. Sie widern mich an. Die Säule, an die ich mich geklammert habe, die sie mir immer gegeben haben, wurde nun niedergerissen und zurückbleibt ein Meer aus Bruchstücken. Enttäuscht von ihrer Schwäche bleibt mir keine andere Wahl, als ihr Werk fortzusetzen. Während sie diese Zeilen lesen, werde ich ihrer Auserwählten das Leben nehmen. Ich grüße Sie, Jack. PS. Ja, ich werde Sie leiden lassen. Du hattest Glück. Dein Leben sollte noch nicht enden. Die nächste Zeit wird sehr schwer für dich werden. Aber ich bin mir sicher, dass du es schaffen kannst. Immerhin konnte ich es ja auch schaffen. Komm, mach auf. Sie wird zur Polizei gehen, Tom. Sie werden dich einsperren. Vielleicht. Dann soll es so sein. Egal wie viel Mühe du dir gibst, durch das Leben schaffst du es nicht lebendig. Als ich noch ganz klein war, meinte mein Vater zu mir, dass ich keinen Menschen trauen darf. Er meinte, manche Menschen würden so tun, als ob sie mich mögen. Manche würden sogar so tun, als ob sie mich lieben. Aber er war überzeugt davon, dass das alles immer nur eine List ist, um mir alles nehmen zu können. Ich nahm mir das alles sehr zu Herzen und
wahrscheinlich ist das auch der Grund, warum ich mich in dich verliebt habe. Egal, was du bist, ich bin mir sicher, dass es kein Spiel ist. Du bist wirklich ehrlich zu mir. Ich erwarte nicht, dass du ähnlich empfindest. Ich erwarte nicht mal, dass du überhaupt etwas empfindest. Ich will nur, dass du bei mir bist. Oder ich bei dir sein kann. Mia, ich will, dass du bei mir bist. Das war's denn also, hm? Ab heute soll sich alles ändern? Ich weiß es nicht. Es war schon gut so, dass du mich getötet hast. War's das? Naja, im Grunde genommen hatte ich schon lange nichts mehr auf dieser Welt verloren. Niemand hat auf dieser Welt was verloren. Das ist das Problem. Aber wir hatten eine schöne Zeit, hm? Die hatten wir. Man sieht sich. Ganz bestimmt. Danke für alles, Noah. Jack will mich bestrafen. Ich habe ihn wohl unterschätzt. Das ist mir tatsächlich nicht in den Sinn gekommen, dass Jack eine Gefahr werden könnte. Er sollte doch der stille Beobachter sein. Der Mann im Schatten. Nun will er mein Werk vollenden. Ich bin mit Mia bei den Laternen. Es wird Zeit, die Situation neu zu überdenken. Jack ist kein dummer Mensch. Er hat alles durchgeplant. Ein Mord, wie Noah es sich wünschen würde. Würde ich Mia vermissen, wenn sie nicht mehr bei mir ist? Muss fast so sein. Sonst würde ich nicht gerade versuchen, sie zu retten. Ich verstehe gar nichts mehr. Mein Kopf ist voller Gedanken und doch so leer. Nun bin ich wohl wirklich ein Mensch geworden. Mia? Zu spät. Wie immer zu spät. Als meine Mutter getötet wurde, wollte ich zuvor noch Hilfe rufen. Doch auch da war ich wieder einmal zu langsam. Ich sollte so wütend sein, doch ich bin es nicht. Ich sollte jetzt weinen, mir wünschen, Mia würde noch leben. Doch ich fühle keine Trauer. Man sollte meinen, dies sei ein Segen, doch das ist es nicht. Trauer ist etwas Wundervolles, Wut etwas Grandioses. Es zeigt, wie lebendig du bist. Sei stolz darauf, dass du so empfinden kannst. Sei stolz darauf, dass du so fühlen kannst. Mitleid, Neid, Hochmut. Oder wie man sie alle nennt. Es ist etwas Tolles, so empfinden zu können. Es ist gar nicht so schlecht, ein Mensch zu sein. Und es ist auch gar nicht mal so schlecht, geliebt zu haben. Was auch immer das heißen mag. Egal an welchem Tag du aufwachst, es liegt immer Spannung in der Luft. Du kannst immer Funken erzeugen. Und wer weiß, vielleicht ist morgen schon der Tag, an dem sich so vieles wieder ändert. Man weiß es nicht. Weil wir einfach nichts über uns selbst und unser Leben wissen. Wir vermuten und schätzen nur. Mehr bleibt uns auch nicht übrig. Was mein Leben betrifft, ich habe schon so eine Vermutung, was als nächstes passiert.
Tom? Ich bin froh, dass ich endlich weiß, wer du bist. Woher? Noah hat's mir gesagt. Dann ist es wahrscheinlich das angeblich leerstehende Haus am Ende der Siedlung, hm? Und was willst du von mir? Nun, ich brauche immer noch einen Ersatz. Ursprünglich wollte ich 2 Menschen umbringen. Da kann man schon kirrig werden. Hier? Aber hier sind überall Menschen. Das wird schwierig gehen, mein Freund. Ich hatte nur einen Freund. Und den habe ich auch getötet. Sieh nur, wie alle es sehen. Gleich ruft jemand Hilfe. Niemand wird dir helfen, Jack. Sag, wie es sich anfühlt, zu sterben. Soll ich dir sagen, wie es sich für mich anfühlt? Rache. Oder Vergeltung. Ich glaube, ich habe Mia wirklich geliebt. Genieße die letzten Minuten. Hey, Tom! Ein Mann geht eine Straße entlang und stirbt. Denkst du, es würde jemanden interessieren? Egal, wie viel Mühe du dir gibst. Jede Geschichte verdient es, gehört zu werden. Doch meine ist anders als die, die ihr bisher kennt. Es handelt sich nicht um eine Liebesgeschichte oder ein großes Abenteuer mit einer Schatzinsel. Es ist kein Drama, aber eine Komödie ist es auch nicht. Um ehrlich zu sein, weiß ich selber nicht genau, um was für eine Geschichte es sich hier handelt. Aber vielleicht kannst du es mir ja am Ende sagen. Was ich sagen kann, ist, dass es meine Geschichte ist. Ich, dieser Mensch, der keine Ahnung hat, Leid ertragen hat, auf der Erde gewandert ist und Rückhalt bekommen hat. Rückhalt von einem Menschen, den es am Ende gar nicht mehr gab, weil er ausgerechnet diesen ausgelöscht hat. Und dann kam da noch dieses Mädchen, dieses ach so verrückte Ding, das Gefallen an mir fand. Warum? Das weiß niemand. Was für eine Rolle spielte sie? Wie wäre diese Geschichte verlaufen, wenn sie nie mein Leben getreten wäre? Das sind alles falsche Fragen, die uns nicht weiterhelfen. Es ist so gekommen und das müssen wir alle akzeptieren. Wie wird es jetzt weitergehen? Was passiert als nächstes? Keine Ahnung. Sag du es mir. Ja, sag es mir jetzt. Oder schreib es mir, so wie Jack. Ich kann euch da jetzt keine Auskunft mehr geben. Immerhin bin ich nun leer im Kopf, allein dieser Welt ausgeliefert und fechte 1000 Kriege in mir selbst aus. Man könnte sagen, ich bin frei, so wie jeder Mensch.
Tom. Why you kill so much people? That is bad. Really, really bad. Tom, can you tell me why? I don't know too. If this is correct English.